Ist es möglich, dass es ein Universum gibt, in dem Zeit und Raum eine Illusion sind? Ist es möglich, dass der legendäre Pilot und Schriftsteller Antoine de Saint-Exupéry noch unter uns weilt? Ist es möglich, dass er bei den Sternen weiter auf der Suche nach sich selbst ist? 80 Jahre später fliegt Fabian den letzten Flug seines Idols nach. Er hat dafür einen sehr persönlichen Grund, denn sein Vater hat den Schriftsteller abgeschossen. Das Undenkbare passiert. Bonjour, Saint-Ex. Sind Sie es wirklich? Oui, Fabian. Ich bin es. Sie werden Freunde. Für immer. Wenn du bei Nacht den Himmel anschaust, wird es dir sein, als lachten alle Sterne. Weil ich auf einem von ihnen wohne. Weil ich auf einem von ihnen lache. Und wenn du dich getröstet hast, wirst du froh sein, mich gekannt zu haben.